Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Knights. Ich hätte fast Jedi Outcast gesagt, aber es ist ja Jedi Academy. Und... ach ja, hier können wir mitten ins Feuer reinspringen und es stört uns nicht, aber da drüben sterben wir sofort. Ist ja klar. Ihr solltet auch mal so euch über irgendwelche Feuerleckagen oder irgendwas mal Gedanken machen. Ja, wahrscheinlich, weil es hier weitergeht. Tja, aber Jane, wenn du dich ein bisschen auskennen würdest, dann würdest du sehen, dass hier alles keine R5-Einheiten sind. Doch, hier liegt eine. Aber die scheint da schon ein bisschen länger zu liegen. Gucken wir mal weiter. Ah, hier liegen tatsächlich doch noch mehr. Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Doch ganz schön viele. Auch schön, dass es auf Tatooine anscheinend nur 5 unterschiedliche Druidentypen gibt. Ah. Du musst der Druide sein, wegen dem wir hier sind. Aber es sind keine Jawas mehr da, mit denen ich reden könnte. Folg mir doch einfach. Ja. Die Bezahlung machen wir später. Ah. Oh shit. Zum Glück sind hier keine verteilten Landminen oder irgendwas, die den Druiden gefährlich werden könnten. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Gab es Probleme? Wenn man einmal von den Sandleuten absieht. Na, dein Kopf ist noch dran. Das scheinst du ja geschafft zu haben. Schaffen wir den Droiden zurück zur Akademie. Gute Arbeit, Jaden. Kyle sagte mir, du hast den Droiden allein geholt. Nur die armen Jawas. R2 durchsucht die Speicherbänke des Droiden und guckt, was wir für Informationen finden. Es haben doch noch einige Jawas überlebt. Also... komisch. Also eigentlich müssten so gut wie alle noch leben. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten, hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt. R2 versucht herauszufinden, was sie suchen. Interessant. Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen. Nichts wirklich Spannendes. Bei mir auch nicht. So scheint das Training wohl abzulaufen. Dachte, das wäre nur bei mir so. Meinst du, dein Meister hält dich bewusst zurück, damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also, Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern. Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm, aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran. Vielleicht hat er ein Auge auf dich, wie du die Einsätze erfüllst. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich weiß nicht. Was meinst du, Jaden? Also ich... bereit für eine Mission? Störe ich gerade? Nein, kein bisschen. Ich bin bereit. Los geht's. Ach ja, dieser gute alte Zweifel. Aber das ist ja auch ein bisschen was wir von Kyle selber auch... also gut, diesmal ist es nicht Zorn, sondern halt einfach nur dieses... ja, ich bin doch... also dieses Mal ist es so, dass ich... Roche... ja, ein bisschen, ja, wie er schon gesagt hat, nicht gefördert fühlt und sich dann überlegt, ob Kyle das ihn bewusst zurückhält. Das ist dann auch wieder so dieser Zweifel, der sich so auch komplett durch diese Star Wars Geschichten mit durchzieht. Aber jetzt halt erstmal zu Bakura. Was haben wir denn hier Schönes? Die offiziellen
Offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über einige Energiestationen in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt, doch dies hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, soll gestoppt werden. Doch die Station selbst muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bakuraner suchen jemanden, der die Einrichtung infiltriert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Das klingt doch auch nach einem recht spannenden Einsatz, also Briefing. Kyle ist nicht in der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Alles klar. Und was nehmen wir denn? Ich glaube, ich möchte Stufe 1 der Jedi. Ich probiere jetzt einfach mal den Schutz auf Stufe 2, weil also die Absorption, ja, ist eigentlich schon auch cool. Entzug. Da interessiert mich eigentlich großartig nur der Würgegriff. Ne, ich probiere mal den Schutz auf Stufe 2. Blaster und Sniper, Granaten. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Dann gucken wir mal, was auf Bakura so los ist. Wo bist du, Kai? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten, ich muss etwas tun. Schicker, leicht abgespeckter X-Wing. Schaut so aus, als hätte er nur einen Flügel, kein X-Flügel halt. So. Ja, das schaut etwas bedrohlich aus, aber wenn wir von Kyle nichts hören, sollten wir vielleicht selber mal nachschauen. Ja, und das ist schon deutlich angenehmer. Diese Minenarbeiter könnte man ja auch noch kennen. Doch, das fühlt sich schon ein bisschen angenehmer an mit dem Schutz jetzt. Ja, ich fühle mich gerade hier so ein bisschen an eine andere Anlage zurückerinnert, die Kyle schon mal besucht hat. Es liegt auch mit an der Musik garantiert. Was haben wir denn hier Schönes? Die Ladungen sind platziert, Sir. Okay. Die Republik wird selbstgefällig. Sie unterschätzen uns. Das erinnert sie daran, was mit Verrätern passiert. Okay, die scheinen Sprengladungen überall hier in der Anlage verteilt zu haben. Sie wollen die gesamte Einrichtung in die Luft jagen. Ich muss den Countdown stoppen. Mein Eindringling! Bezieht Stellung! Bereit! Bringt euch nichts und wir dürfen mal wieder gegen Sturmtruppen kämpfen. Nicht gegen irgendwelche Söldner oder Tasten, sondern wieder die guten alten Sturmtruppen. Wir sind Sprengfallen, aber hier ist auch noch eine offene Tür. Okay, da versucht sich jemand zu tarnen. Bringt ihm aber nichts. Was ruckelt das hier gerade so rum? Also, es
schaut nicht nach einem Systemruckler, sondern nach einem vom Spiel gewählten Ruckler aus. Hier brennt wieder alles. Boah. Drecksdinger. Immer überall Geschütze, ne? Codekarte benötigt. So, wieder entschärfen auf die rabiate Art. Damit hätte ich auch eine Codekarte. Und ich muss sagen, der Schutz gefällt mir eigentlich echt gut. Also ist ein bisschen was anderes halt als das mit der Geschwindigkeit, aber doch ist meiner Meinung nach eigentlich eine gute Alternative und bringt auch mal ein bisschen was anderes mit rein, als die ganze Zeit nur. Okay, damit habe ich anscheinend die erste Sprengfalle entschärft. Warum kann ich hier runter? Ist da unten irgendwas? Schaut irgendwie nicht danach aus. Schade. So, aber vielleicht kann ich von hier aus. Da drüben glaube ich Gegner gesehen zu haben. Vielleicht kann man die da ein bisschen ausdünnen. Ja, da sind Sturmtruppen. Was haben wir hier Schönes? Da haben wir zwei Sturmtruppen. Also. Ja, genau. Bleib so. Ich will den Aufzug nicht aktivieren. Ich will mich ein bisschen umgucken. Da wird Rosh jetzt aber auch wahrscheinlich extrem eifersüchtig sein, wenn er mitbekommt, was wir hier jetzt sind, gerade, dass wir einen kompletten Stützpunkt von Imperialen aufräumen. Das wird ihm, glaube ich, nicht so gut gefallen. Aber hilft ja nichts. So. Codekarte hat die Tür geöffnet. Na, da drüben waren wir gerade. Aber nachdem wir hier schon Kontrollpunkt hatten. Kontrollpunkt. Oh, ein Kontrollpunkt. Ganz am Anfang gab es da noch einen anderen Weg. Da möchte ich jetzt einfach mal hinschauen. Weil ich gedacht habe, dass hier eigentlich nur so ein Seitenweg wäre. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Ja, 5 Schildenergie nochmal aufgeladen. Ah. Da wäre schon die erste Bombe gewesen. Aber hier schaue ich auch mal nach unten. Irgendwo wird es da bestimmt irgendwas geben. Nee, aber scheinbar hier auch nicht. Dann wieder zurück. Gut, dass ich das jetzt noch gemacht habe.
Weil sonst wäre ich wahrscheinlich einmal komplett durch die Anlage gerannt und hätte dann nochmal ganz zum Anfang zurückeiern dürfen, um diese Bombe hier entschärfen zu können. Das wäre ja dann auch noch was gewesen. Okay, jetzt fliegt zumindest nun mal nur knapp die Hälfte der Anlage in die Luft. Ja, ne, gut die Hälfte der Anlage. Bisschen was haben wir ja schon retten können. Ja, jetzt wollen wir auf den beiden, dann ist wahrscheinlich an den vier anderen Punkten und in der Mitte zentral nochmal eine. Wäre jetzt meine Vermutung, wenn ich das hier taktisch sprengen müsste, dann würde ich das ungefähr so verteilen, vor allem wenn die ersten zwei Sprengsätze auch schon so positioniert waren. Seid nicht gut getan mit eurem komischen Tarnfeld. Seid ihr wirklich nicht? Das ist... Das wirkt eigentlich eher fast ein bisschen lächerlich. Was ihr da habt. Okay. Dann auf der anderen Seite. Hey, dafür kann ich hier wieder meine Munition auffüllen. Die Munition, die ich gebraucht habe, um hier reinzukommen, kann ich hier gleich wieder auffüllen. Das ist ja schön. Gut, dann... das war nur eine Fake-Tür. Aber hier waren... Also das sind die gleichen Terminals, aber... Hier waren wir noch nicht, oder? Oder doch? Ach, das ist wieder ganz... Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Okay. Da geht's raus zu unserem Jäger. Jetzt verstehe ich. Also haben wir uns den Rückweg auch schon mal gesichert. Wobei der jetzt auch nicht so viel kürzer ist als der andere Weg. Aber okay. Schauen wir mal. Wo der Weg hier drüben hinführt. Da drüben. Passt mal ein bisschen auf. Ihr seid zu früh dran mit dem Sprengen. Boah. Das schaut nicht gut aus. Da wollt ihr uns einfach mit dem Geschütz. Okay. Da bringt euer Tarnen schon ein bisschen mehr. Da hat er seine Hand verloren. Oh, da hinten ist noch eine Sprenganlage. Also so ein Spreng. Eine Sprengladung. Geben Sie... Oh, direkt oben den Schädel aufgeschnitten. Das ist nicht so schön. Also für ihn. Schäden kann das eigentlich relativ egal sein. Ist ja nicht sein Schädel, den er aufgeschnitten hat, ne? Gut. Ja, da müsste er hochspringen können, aber da haben wir uns noch gar nicht genau umgeguckt. Aber hier gibt es auch nicht wirklich was. Nur diese komischen roten und blauen Energieleitungen hin.
hin und her. Ah, hier ist noch ein Aufzug. Und gar nicht mal so viel. Keine Ahnung, warum sie die eingebaut haben, wenn da unten eh nichts ist. Man weiß es nicht. Oh, und die Dinge können wir auch verwenden. Wenn wir jetzt noch Gegner hätten. Okay, hier ist noch eine Tür, aber wo sich die letzten beiden Sprengladungen hier in dieser Station noch befinden, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet und sage einfach bis dahin und ciao.